Hi, herzlich willkommen auf tubalernen.de, der Plattform, mit der du lernen kannst, deine Tuba zum Klingen zu bringen. Heute stelle ich mal wieder ein Instrument vor. Und es handelt sich auch heute wieder um ein Instrument, was untypisch ist für diesen Kanal. Ich bin ja Tubist nach deutscher Tradition sozusagen. Ich spiele B-Tuba und F-Tuba und am liebsten eigentlich die B-Tuba. Und jetzt habe ich aber letztens schon mal eine C-Tuba vorgestellt, weil ich dachte, dass das den Kanal vielleicht ein bisschen bereichert. Und die war von MTP. Sehr gutes Instrument. Und ich habe jetzt noch ein zweites Instrument von MTP, was mir der Daniel Ekle zugesendet hat. Vielen Dank dafür. Und das habe ich diese Woche sehr ausgiebig getestet. Oder beziehungsweise vor 3 Wochen, wenn du das Video siehst. Und das ist eine S-Tuba. Und zwar nicht nur eine S-Tuba, was ja an sich jetzt schon mal eine Stimmung ist, mit der ich normalerweise nicht so vertraut bin, sondern es ist eben eine S-Tuba in britischer Bauart. Ich hole sie gerade mal kurz aus dem Koffer. Britische Bauart bedeutet, wir haben Perinee-Ventile und die Ventile sind aufrecht. Also nicht wie bei der französischen Bauart, dass wir Front-Action haben, das heißt die Ventile werden von vorne gedrückt, sondern sie werden von oben gedrückt. Außerdem ist es so, dass eben der Schallbecher vom Spieler aus auf der linken Seite ist und nicht auf der rechten Seite. Bei deutschen Tuben, die haben wir so, hier wird gespielt, hier ist der Schallbecher, britische Tuben, diese Richtung, Schallbecher ist hier. Und das sind Tuben, die typischerweise in Brassbands gespielt werden, in britischen Brassbands. Und das ist jetzt eben eine Tuba in S, das heißt der Grundton ist S. So, was ist das Besondere an dieser Tuba? Oder na, vielleicht erstmal, bevor ich zu den Besonderheiten komme, vielleicht erstmal die Hard Facts. Also, wir haben 3 plus 1 Ventile, also ganz normal, erstes, zweites, drittes, viertes Ventil. Das Ganze ist kompensiert, was das bedeutet, erkläre ich gleich noch. Die Gesamthöhe ist bei 90 cm, der Schalldurchmesser sind 48,3 cm und die Bohrung liegt bei 18,2 mm. Könnte man denken, kleine Bohrung, ist aber gar nicht so klein, denn das Mundrohr ist ja sehr kurz, ich würde mal sagen vielleicht 30 cm, vielleicht auch nur 25 und dementsprechend geht die nachher ziemlich weit auf. Und auch die 48 cm Schalldurchmesser sind ja sehr groß für eine Basstuba. Ne, wenn wir eine typische deutsche Basstuba haben, eine F-Tuba, haben wir Schalldurchmesser von ungefähr 40 cm, teilweise 38. Und hier sind eben 48 cm, was eigentlich ja, Kontrabass-Tuba-Ausmaße sind. Und so sehen wir, dass eben eine britische Basstuba was ganz anderes ist als eine deutsche Basstuba in F. Und, das Gewicht habe ich noch nicht gesagt, das sind 8,2 Kilo und 8,2 Kilo ist relativ leicht dafür, dass sie eben eine vollkompensierte Tuba ist. So, jetzt habe ich schon 3-4 Mal das Wort kompensiert verwendet und jetzt ist die Frage, was bedeutet das überhaupt, dass eine Tuba kompensiert ist? Wenn wir eine deutsche Basstuba spielen, haben wir 4 Ventile und wir haben auf der anderen Seite vielleicht noch ein 5., vielleicht noch ein 6. Und die sind dafür da, dass wir in der tiefen Lage, wenn wir unterhalb des 2. Naturtons spielen und wenn wir da chromatisch runterspielen wollen, dass wir dann eben die Töne auch wirklich stimmend spielen. Das heißt, wir drücken zum Beispiel das 4. Ventil und weil das 1. zu kurz wäre, nehmen wir stattdessen das 5. beispielsweise. Und das ist das, was man bei dieser Tuba nicht machen muss. Denn diese Tuba macht diesen Ausgleich von selbst. Wie funktioniert das? Wenn wir uns diese Tuba anschauen, sehen wir, die hat vorne Rohre und die hat aber hinten an den Ventilen nochmal Zusatzverlängerungen. Und diese Zusatzverlängerungen werden dann angesteuert, wenn man das 4. Ventil drückt. Wie funktioniert das? Das 4. Ventil hat nicht nur die eigene Länge, sondern in dem Moment, wo man das 4. Ventil drückt, geht die Luft wieder zurück ins 1. Ventil rein und läuft noch einmal komplett durch den Ventilstock durch. Und in dem Moment, wo ich das 1. Ventil jetzt drücke, wird eben nicht nur der lange Bogen dazu geschaltet, sondern eben auch noch der kurze hier hinten. Und man sieht das auch, wenn ich ein Ventil mal rausnehme. Ihr wisst ja, wie normale Perinee-Ventile aussehen. Die haben ja 2 Löcher, damit die Luft eben rein und rausfließen kann. Und hier sehen wir, die haben eben entsprechend 4 Löcher. Und das sorgt eben einfach dafür, dass die Töne unten stimmen und ich keine extra Griffe einüben muss. Was heißt das konkret? Ich zeige es euch einmal ganz kurz.
Wenn ich jetzt vom großen S runterspiele, habe ich erstmal eine ganz normalen sieben verschiedenen Kombinationen. Und jetzt kann ich praktisch wieder mit sieben weiteren Kombinationen runterspielen. Also ich bin jetzt beim B auf 4. Kann eben chromatisch bis zum ersten Naturton bis zum Kontra S nach unten spielen. Und das ist das Schöne an der Kompensation. Genau. Das wollte ich sagen. Ja, dann finde ich, der Schallbecher ist bei diesem Instrument recht groß und das sorgt dafür, wahrscheinlich hast du es eben schon gemerkt, dass besonders in der tiefen Lage wir einen sehr großen Sound haben. Das heißt, ich finde, das Instrument kann eigentlich locker mit einer 4/4 B-Tuba mithalten, wenn wir in der großen Oktave spielen. Nur eben dann, wenn die Kompensation dazukommt, also wenn wir das vierte Ventil spielen und dann noch mit anderen kombinieren, dann merken wir, dass der Klang etwas enger wird. Das heißt, wir haben einen sehr offenen Klang bis zum B. Und jetzt wird der Klang etwas enger, weil wir eben jetzt sehr viele zylindrische und recht enge Rohranteile haben. Und das Kontra S ist dann wieder sehr, sehr offen. Und das liegt eben einfach daran, wir haben ja eine relativ enge Bohrung. Wir haben ja 18,2 mm. Also, naja, was heißt, so eng ist das auch nicht. Aber wenn wir das jetzt mit einer B-Tuba vergleichen, ist es eng. Und das sorgt eben einfach dafür, dass wir dann, wenn wir eben viele Ventile dazu nehmen, dass wir dann eben sehr, sehr viel Rohr haben, was relativ dünn ist und wenig, was aufgeht. Außerdem ist es so, dass es noch einen weiteren Unterschied gibt im Vergleich zu Basstuben deutscher Bauart. Denn wir haben eine, ich sage vielleicht erst, was es ist und dann später, was es macht. Wenn ich meine deutsche Basstuba sehe, meine F-Tuba, gut, die ist ein kleines bisschen kürzer, aber trotzdem ist es so, dass nach dem Hauptstimmzug noch genau zwei Bögen kommen, bis wir am Schallbecher sind. Und wenn wir jetzt hier schauen, der Hauptstimmzug, das ist dieser hier unten, dann geht das einmal nach oben, so ein Bogen, zweiter Bogen, dritter Bogen, vierter Bogen. Das heißt, wir haben vier Bögen, bis wir oben am Schallbecher sind. Und je größer die runden Rohranteile sind in einem Instrument, desto gleichmäßiger klingt das. Das heißt, wir haben über alle Lagen einen ziemlich ähnlichen Klang und auch über die Lautstärken entwickelt sich der Klang nicht so stark. Ich kann zum Beispiel mal das S nehmen und mache mal ein Crescendo. Jetzt habe ich schon gesehen, das Mikrofon ist ausgebrochen, die Tuba ist noch nicht ausgebrochen. Und das Gleiche ist, wenn ich jetzt nach oben spiele in die hohe Lage, wirst du merken, dass sich der Klang nicht großartig verändert. Einfach an diesen sehr vielen Bögen, die das Instrument hat. Also die Tuba deutscher Bauart klingt, spielt sich freier, hat weniger Widerstand, hat aber dafür eben auch einen ungleichmäßigeren Klang. Und von daher würde ich jetzt vielleicht, auch wenn das vielleicht von MTP nicht so gedacht ist, aber oder überhaupt nicht so gedacht ist, aber für mich ist die Schlussfolgerung, gerade für Anfänger, Fortgeschrittene, Amateure, sind Instrumente in diesem Baustil eigentlich sehr gut. Denn ich habe einen relativ großen Widerstand, gegen den ich blasen muss. Das bedeutet, ich brauche nicht ganz so viel Kraft an den Lippen und kann praktisch mehr über die Luft regeln. Und das Zweite ist, ich muss gar nicht so viel steuern klangmäßig, weil der Klang sowieso gleichmäßiger ist. Das heißt, ich habe vielleicht nicht ganz so viele Möglichkeiten, den Klang zu modellieren, aber dafür fällt es mir auch einfacher, sauber und ohne Klangbrüche zu spielen.
Und das ist eben der große Vorteil an so einem Instrument, neben der Kompensation natürlich. Und ansonsten ist es halt eine Frage der Klangkultur, also in einem Sinfonieorchester, typischerweise oder in ein deutsch geprägtes Sinfonieorchester, auch wenn man gerade mitteleuropäische Musik spielt, Wagner, Dvorak, Bruckner, sowas, dann ist im Grunde genommen die deutsche Bauart eher das Mittel der Wahl. Und gerade wenn wir so in die Brassband-Literatur spielen oder auch britische Literatur, Elgar zum Beispiel oder Holst, dann passt eigentlich diese Tuba sehr, sehr gut ins Klangspektrum. Ja, mir hat diese Tuba sehr, sehr gut gefallen. Die ist toll verarbeitet, Ventile laufen einwandfrei, Züge lassen sich alle bewegen. Intonation ist gut, und zwar in allen Lagen. Klangfarbe ist mittel bis dunkel. Ich finde oben vielleicht ein bisschen zu muffig, könnte ein bisschen brillanter oben sein, aber das ist wahrscheinlich auch einfach der Klangstil der vollkompensierten britischen S-Tuba. Und genau, insgesamt gefällt sie mir sehr gut. Das Instrument kostet, ich habe nachgeschaut, im Shop aktuell 4.249 Euro, also gute 4.000 Euro. Und ich finde, das ist für ein Instrument in der Qualität und auch von dem Ausmaß her. Und dafür, dass man es im Grunde genommen eigentlich auch professionell einsetzen kann, ist das ein sehr, sehr guter Preis. Es ist eben ein chinesisches Fabrikat und bei MTP wird es eben hier in Deutschland aufgearbeitet. Das heißt, diese Edelstahlventile, die werden neu eingeschliffen und so weiter. Also, das sind alles Instrumente, die haben eine ordentliche Qualitätskontrolle, das merkt man, stammen aber eben aus China und können da eben zu geringeren Lohnkosten sehr günstig hergestellt werden. Es ist wie gesagt ein Nachbau von einer britischen Bessentuba und genau, das ist alles, was ich dazu zu sagen habe. Gleich nehme ich noch ein paar Klangbeispiele auf, noch ein bisschen laut spielen, ein bisschen leise spielen, ein bisschen hoch spielen, ein bisschen tief spielen, damit du ein bisschen einen Eindruck davon kriegst, wie es klingt. Da werde ich dann am Ton nichts bearbeiten und dann wirst du ein gutes Empfinden dafür haben. Dafür bitte ich dich, Kopfhörer aufzusetzen, weil bei der Tuba ist das immer sehr extrem, dass es mit Kopfhörern ganz, ganz anders klingt wie ohne. Ich kann dir auch sagen, woran das liegt. Wenn du das am Handy oder am Laptop guckst, der hat eine Untergrenze von der Herzzahl, ich weiß nicht, wo die liegt, aber auf jeden Fall weit über dem, was der Grundton der Tuba ist. Das heißt, der Ton, den du hörst, ist zwar schon der Ton, der auch klingt, aber du hörst vor allen Dingen die Obertonstruktur. Der Grundton wird gar nicht abgespielt, der spielt sich nur in deinem Ohr ab. Und deswegen ist es immer gut, das mit Kopfhörern zu hören, dann spürt man den Grundton und dann hört man die Klangfarbe eigentlich sehr viel besser. Gut, in diesem Sinne, ich wünsche dir viel Spaß und viel Erfolg beim Tuba-Üben. Bleib noch dran für die Klangbeispiele. Wenn du Fragen zum Instrument hast, schreib einen Kommentar unter das Video und dann sehen wir uns nächste Woche. Viel Spaß und Erfolg beim Tuba-Üben und tschüss. Thank you.
Hi, wenn dir dieses Video gefallen hat, lass einen Daumen hoch da. Und wenn du mehr zum Thema tubalernen.de rausfinden willst, dann siehst du hier mein neuestes Video. Hier siehst du ein Video, was zu dir besonders gut passt. Und hier findest du alle Informationen zu meinem 6-Wochen-Kurs Tonbildung. Viel Spaß und lass uns die Tuba zum Klingen bringen.